Die Bibelübersetzung von Martin Luther ist mir sehr nah. Ich bin mit dieser Übersetzung, mit diesen Worten aufgewachsen. Ich finde, wir haben auch über Bach und seine Kantaten, Oratorien, Martin Luthers Übersetzung im Ohr. Aber sie gefällt mir auch besonders gut, weil ich gesehen habe, wie Luther gerungen hat um Sprache. Also ich kenne niemanden, der sich über das Übersetzen so viele Gedanken gemacht hat wie Luther, der sagt, man muss wirklich dolmetschen. Und er hat Worte gesucht, also Geiz, Hals, Licht unter den Scheffel stellen, auf Herz und Nieren prüfen. Das sind Luthers Sprachbilder, mit denen er die deutsche Sprache überhaupt bei der Übersetzung erst geschaffen hat. Der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Matthäus 28, Vers 5. Mir gefällt der Vers sehr gut, dass der Engel zu den Frauen sagt, fürchtet euch nicht, weil Frauen in der Geschichte es oft sehr, sehr schwer gehabt haben. Und diese Lebenszusage Gottes als erstes an die Frauen nach der Auferstehung ist mir sehr wichtig. Frauen haben sehr lange darum gekämpft, in unserer Kirche auch ordiniert zu werden, Pfarrerinnen, Bischöfinnen werden zu dürfen. Aber den Auftrag, in die Welt zu gehen mit der Botschaft von der Auferstehung, haben sie als erste erhalten. Eine Frau in der Bibel von den vielen, die ich sehr mag, ist Lydia, die erste getaufte Europäerin. Es ist eine Frau, die sich als allererste in Europa zum Christentum bekehrt. Und das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Diese Lydia lässt sich von Paulus überzeugen und sie lässt sich mit ihrem ganzen Haus taufen. Auf den Schuber habe ich auch 12 Frauennamen aus der Reformationszeit geschrieben, die ganz oft vergessen werden. Aber ohne die Frauen hätte die Reformation anders ausgesehen. Das eine sind die Pfarrfrauen, natürlich Katharina von Bora als allererste, deren Bild ist ja auch auf dem Schuber, aber auch Katharina Melanchthon beispielsweise, wie Brandis Rosenblatt. Das waren Frauen, die als Pfarrfrauen doch einiges mitgemacht haben, weil sie haben ehemalige Priester und Mönche geheiratet und ihnen wurde prophezeit, ihre Kinder würden alle schwerst behindert sein. Dann haben wir die Fürstin, die sollten wir nicht vergessen, etwa Elisabeth von Kahlenberg. Sie hat die Reformation in Niedersachsen, in den hannoverschen Landen eingeführt und als Fürstin durchgesetzt. Und dann haben wir auch Frauen, die geschrieben haben. Katharina Zell, die sogar gepredigt haben soll, Agula von Grumbach, die heftige Thesen der Reformation schriftlich vertreten hat. Mir war wichtig, an diese Frauen auch zu erinnern. Vor 500 Jahren war der Status von Mann und Frau klar, nur Luther hat doch einiges verändert. Das eine ist Bildung für Frauen. Die Mädchen sollten auch lesen und schreiben lernen. Das war ein großer Schritt. Dann hat er gesagt, also Sexualität, Kinder bekommen, das ist nichts Unreines, sondern das ist gutes Leben vor Gott. Das hat die Frauen ungeheuer aufgewertet. Und er hat den berühmten Satz gesagt, wer aus der Taufe gekrochen ist, ist Priester, Bischof, Papst. Es hat dann nur 450 Jahre gedauert, bis wir begriffen haben, die Frauen sind ja auch getauft. Dann könnte das alles auch werden. Ich wünsche der Lutherbibel 2017 auf jeden Fall, dass sie Menschen Lust macht, Bibel zu lesen. Das wäre ein ganz großer Erfolg, wenn wieder mehr Menschen in Deutschland, dem Land der Reformation, wo die Bibel übersetzt wurde, in die Sprache des Volkes selber nachlesen. Und da ist es gar nicht so gut, auf Seite 1 anzufangen, weil man dann irgendwann im dritten Buch Mose landet bei Fasten, Reinheitsgeboten und ähnlichem mehr. Und deshalb würde ich immer vorschlagen, lies erstmal das Markus-Evangelium. Da hast du so eine Grundfassung, was im Leben des Jesus von Nazareth vor sich gegangen ist. Und dann mal Matthäus und Lukas, vielleicht auch Johannes dazu lesen. Und dann fängst du an zu verstehen, dass hier die Geschichte dieses Jesus von Nazareth aus 4 verschiedenen Sichtweisen erzählt wird. Das kann ungeheuer spannend sein. Die Bibel, das Buch, die Bibel, mein Buch, an dem ich immer wieder Orientierung für mein Leben finde. Die Bibel, das Buch, das hoffentlich von vielen Menschen gerne gelesen wird. Musik